So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. Ihr seht schon, heute geht es um Freenet Flex. Die haben nämlich ihr Datenvolumen angepasst. Da bekommt man jetzt fürs gleiche Geld mehr Datenvolumen in zwei von den drei Tarifstufen. Ja, Freenet Flex, das ist so ein Anbieter, der mir persönlich ganz gut gefällt. Funkt im Vodafone-Netz und er bietet drei Tarife an. Das ist zum Beispiel etwas, was ich immer sehr, sehr mag, wenn ich verschiedene Tarife habe. Also es gibt ja Anbieter wie Frank oder Simon, die ja, die bieten halt einen Tarif an, ein Datenvolumen und da bin ich dann wenig flexibel. Hier kann ich halt sagen, ich nehme jetzt hier mal den 12 GB-Tarif und wenn der mir jetzt nicht reicht, dann nehme ich halt die nächst höhere Stufe. Monatlich kündbar, das ist auch ganz nett und buchbar und kündbar über die App. Ja, was gibt es hier Neues? Neues gibt es jetzt hier in den zwei unteren Tarifstufen. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, 12 GB und 7 GB. 7 GB kosten 10 Euro, waren vorher 5 GB, das heißt, man hat da 2 GB draufgepackt. Finde ich ganz in Ordnung, ganz okay. Mehr Datenvolumen, immer besser. Und beim zweithöchsten Tarif, da ging es von 10 GB auf 12 GB hoch. Kostet 15 Euro, auch hier 2 GB mehr. Nimmt man gerne mit. Lediglich beim teuersten Tarif, 20 GB, da bleibt es bei den 20 Euro für 20 GB. Ich meine, ich hätte es dann auch nicht geschadet, wenn man gesagt hätte, ja, macht man halt 22 GB. Das wäre, denke ich, auch ganz nett gewesen. Aber ist halt nicht so. Also nur die unteren beiden Tarifstufen wurden jetzt hier ein bisschen aufgewertet. Was ich hier noch ganz interessant fand, beziehungsweise wusste ich jetzt auch noch nicht, ist, dass hier Geschwindigkeitsunterschiede sind. Bei dem 7 GB-Tarif, schauen wir mal ins Produktinformationsblatt hier hinein, nur ein bisschen zoomen. Da sehen wir hier Downloadgeschwindigkeit 21,6 Mbit und Upload 3,6 Megabit pro Sekunde. Und bei den höheren Tarifen, da ist die Geschwindigkeit tatsächlich auch schneller. Zoomen wir da auch mal rein. Da hat man nämlich 50 Megabit im Download und Upload, der ist deutlich schneller, 25 Megabit pro Sekunde. Also das ist dann auch schon mal eine ordentliche Hausnummer, die man da schneller unterwegs ist. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man sich einfach dann den teureren Tarif holt, weil man da einfach auch ein bisschen von der schnelleren Geschwindigkeit profitiert. Ja, finde ich soweit ganz nett, dass man da das aufgestockt hat. Im Prinzip können die anderen Sachen hier noch, ne? Man hat jetzt hier auch Allnet Flat und SMS Flat mit dabei, EU-Daten Flat und solche Sachen. Und Dieter Bohlen hat es getestet, auch ganz toll. Und ja, finde ich ein ganz gutes Upgrade, bis auf die Tatsache, dass jetzt der hohe Tarif, also der höchste Tarif, ja, da hätte man eigentlich gut und gerne auch nochmal 2 GB draufpacken können, dann hätten die sich auch gefreut, die den Tarif haben. Also, in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom eKiwi-Blog.